Invincible. Moin Freunde, Dennoch wieder für euch am Start. Haha, ihr mit neuen Video, ich heiße euch herzlich willkommen und ich freue mich wieder riesig, Freunde, dass ihr bei mir schon vorbeischaut. Ja, Freunde, schön, dass ihr wieder da seid und ihr seht schon, ihr habt den Titel gesehen, Freunde, Commander Krieger als Emblem-Tutorial-Silhouette für euch am Start. Ja, Freunde, den Commander Krieger habe ich mal erstellt in Black Ops 3 Emblem-Editor und Commander Krieger ist auch schon so das richtige Thema, worum es eigentlich hier so gleich gehen wird. Am 23.09., Freunde, hat der Commander das Projekt ins Leben gerufen, deine 150 Sekunden, Freunde. Und da habe ich mir gedacht, boah, Dennoch, da könntest du eigentlich auch mal mitmachen, vor so einem größeren Publikum sprechen. Könntest du dir ja auch mal geben, um natürlich auch Reichweite und so zu vergrößern und so laberababer. Natürlich, Freunde, machen wir uns mal nichts vor. Auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, so ey, da machst du auch mit. Hatte dann viel zu tun, könnte jetzt auch wie eine Ausrede klingen, ist aber so und hatte YouTube eigentlich so ein bisschen aus dem Kopf so gerade, ne? Man hat zwar viel mit YouTube zu tun, wenn man YouTube betreibt und hat auch immer den Kopf irgendwo öfter mal bei YouTube, weil es halt auch irgendwo was Kreatives ist und da man halt auch immer tausend Ideen hat und so, die man da einfließen lassen könnte, hat man halt oft den Kopf da, aber ja, die Woche viel Arbeit und laberababa, ne? Ich hab's vergessen, einen Tag vorher fällt mir ein, boah, Dennoch, scheiße, du wolltest noch ein Video machen. Und da ich halt mir dachte so, also beziehungsweise ich schon sofort eine Idee hatte, als ich deine 150 Sekunden gesehen habe, das Video vom Commander Krieger, als er das Ganze vorgestellt hat, wollte ich das Ganze natürlich auch verwirklichen und hab dann versucht, meine Idee ja hier im Emblem-Editor einen freien Lauf zu lassen und das Ganze hat auch ganz gut geklappt. Hab dann musste natürlich auch kurzfristig nochmal ein bisschen recherchieren, welches Bild nimmst du als Vorlage und so und hab da ein bisschen, ja, recherchiert, hab da was Lustiges gefunden, wie er im Auto sitzt, ich weiß nicht, ob es ein Selfie ist, was er da gemacht hat. Ja, und guckt halt so ein bisschen scheel, lustig in die Kamera und ja, hat das Foto dann halt gemacht. Und ich habe mir gedacht so, ja, Commander Krieger ist ja eigentlich so eine lustige Frohnatur auf so Bildern, wie man halt öfter schon gesehen hat. Zieht da gerne mal ein Gesicht und deswegen habe ich mir gedacht so, das könnte eigentlich auch im Black Ops 3 Emblem Editor so gestalten, halt mit so einem lustigen Bild, wie er halt so ein bisschen, ja, komisch in die Kamera guckt. So, nachdem ich dann das Video bzw. Tutorial oder das Emblem erfolgreich erstellt hatte und auch selber damit zufrieden war, Freunde, ging es natürlich an den Inhalt. Ich hatte jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, dort, Gedanken zu machen. Ich hatte ja schon ein paar Gedanken, aber es ist halt so, ne, manchmal hat man eine Idee, aber man weiß nicht, wie man es greifen soll und dann, keine Ahnung, dann, ja, auf jeden Fall lief mir die Zeit ab. Ich muss auch am nächsten Tag wieder mal lochen und so, Freunde. Hab dann was rausgehauen, was inhaltlich, naja, nicht so ganz so toll war. Und hab's dann an den Commander Krieger geschickt, Freunde. So, dann habe ich natürlich abgewartet und hab mir dann so die ersten Gewinner angeguckt. Es waren, glaube ich, ja auch nur zwei. Hab mir das Ganze dann angeguckt, Freunde, und hab dann gesehen, der Commander hatte eigentlich eine ganz andere Vorstellung von dem, was ich hatte. Ich habe mir eigentlich gedacht, ja gut, der Commander Krieger lässt halt offen, wie man das Video gestaltet. Aber irgendwo sind diese ganzen Videos auch so eine Art, ja, man könnte sie auch als Kanaltrailer benutzen. Ja, sowas wollte ich halt nicht machen. Ich wollte halt direkt mit meiner Arbeit, bam, überzeugen, so hier, das und das kann ich. Und wenn die Leute darauf Bock haben, dann werden sie auch auf meinen Kanal kommen und werden das Ganze feiern oder auch nicht. Auf jeden Fall werde ich dann ja schon mein Feedback bekommen. Was soll ich da groß auf um heißen Brei reden? Eventuell mich noch größer machen, wie ich auch bin. Ich finde so eine Selbsteinschätzung, wenn man das kann, ist schon nicht schlecht, aber fällt mir persönlich ab und zu auch immer so ein bisschen schwer, mich da selber einzuschätzen. Deswegen, ja, versuche ich auch immer Bogen um solche Videos zu machen, beziehungsweise ja, so eine Selbstdarstellung jetzt, ne? Also wisst ihr, wie ich meine, mich selber zu reflektieren und zu sagen, boah, ich bin so und hier und da. Naja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich werde einfach mit Arbeit überzeugen und dann werden die Leute schon auf meinen Kanal kommen. So. Hat dem Commander anscheinend nicht gefallen oder das andere war halt einfach zu gut. Es war auch nicht schlecht, muss ich dazu sagen. Ich will die Gewinner gar nicht runterreden. Also es war auf jeden Fall alles in Ordnung. Aber wie gesagt, ich hatte halt eine andere Vorstellung und er auch. Und naja, habe ich mir gedacht, bevor das auf der Platte versauert und Commander Krieger es niemals hochladen wird, werde ich das Ganze auf meinem Kanal hochladen, weil das Emblem an sich gefällt mir. Ich habe ja natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze einfach mal wieder neu zu gestalten und die einfach mal neu zu kommentieren, so wie jetzt gerade, Freunde. Und mach das jetzt gerade, Freunde, weil wie gesagt, der Inhalt mir nicht so gefallen hat. So, und jetzt bekommt es auf meinem Kanal zu sehen. Wer weiß, vielleicht habe ich auch irgendwie einen Fehler beim Absenden gemacht über dieses Google-Gedöns da, keine Ahnung, hatte ich vorher überhaupt keine Ahnung von.
hab das dann einfach mal da gemacht und ich weiß nicht, ob es angekommen ist oder so. Man kriegt ja auch nicht immer unbedingt Feedback, aber ich denke mal, bei den Einsendungen, die er so gehabt haben wird, wird er nicht oder würde er gar nicht dazu kommen, jedem Feedback dort zu senden. Und naja, vielleicht sieht das ja auf diesem Wege nochmal, weil wie gesagt, Freunde, ich erwarte nichts. Der Commander hat mich ja nicht drum gebeten, dieses Video zu machen, deswegen ist es auch offen, ob er da jetzt ein Like setzt oder ob er das kommentieren wird oder ob er vielleicht mir da auch nochmal ein Feedback zu hinterlassen wird. Das wäre natürlich richtig geil, muss ich ehrlich zugeben. Aber wie gesagt, wenn es nicht so ist, ich bin auch nicht böse drum, Freunde, weil wie gesagt, die Leute mich nicht drum gebeten haben. Und, ja, jetzt wurde ich schon ein paar Mal darum gebeten, eventuell mal noch Flying Uwe oder so zu machen. Ja, da müsst ihr mir natürlich was in den Kommentaren hinterlassen, ob ich da was an den Start hauen soll, mal mich dran setzen sollte. Eigentlich wollte ich ja im Infinity Warfare meine Emblem-Tutorial-Serie fortlaufen lassen. Aber da, ja, die einfach nicht aus dem Arsch kommen und die ganze Scheiße mal freischalten, was mir persönlich mittlerweile so richtig auf den Sack geht, dass andauernd Games auf den Markt kommen, die noch gar nicht fertig sind, die man noch gar nicht im vollen Umfang nutzen kann. Und ich habe einfach das Gefühl, dass sie einfach nur halbfertige Games am Start hauen, wissen ganz genau, dass die Langzeitmotivation wahrscheinlich nicht da sein wird. Und deswegen werden wir einfach mal noch nicht alles freischalten, was wahrscheinlich ja schon alles fertig ist, werden wir einfach nicht alles freischalten und um die Leute so halt länger zu motivieren, so hey, jetzt ist das freigeschaltet, ey, dann gehe ich mal wieder rein, jetzt ist das freigeschaltet, ja, okay, dann gehe ich mal wieder rein. Wisst ihr, wie ich meine? Also so nach der Schiene fahren die oft und habe ich zumindest das Gefühl, ihr könnt mir natürlich in den Kommentaren nochmal genauer erläutern, womit es da sie auf sich haben soll bei den Leuten, wenn ihr da genaueres wisst, Freunde. Aber das ist so mein Eindruck, den ich von den ja, Spieleherstellern habe mittlerweile. Ja, das geht mir ziemlich auf den Sack. Aber wie gesagt, ich warte trotzdem drauf. Eventuell wird er jetzt mal zeitig freigeschaltet. Infinity Warfare. Naja, schwere Kost für mich im Moment. Sind halt noch zwei Games, die das Ganze einfach ja, toppen bzw. überlagern. Und deswegen ist es eigentlich relativ uninteressant. Also ich spiele es ab und zu mal, aber halt nicht so oft, wie ich es halt gewohnt gewesen wäre. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn ein neues Call of Duty rauskommt, habe ich das eigentlich immer gesuchtet. Das war immer so, ja, ist da nicht ganz so gegeben. Da würde ich dann eher das Remastered spielen. Und ich persönlich hänge eigentlich im Moment mehr auf Battlefield 1 rum, weil mir das Spiel irgendwie gelungener erscheint. Kommt einfach irgendwie besser rüber. Ich war nie der Battlefield-Typ, aber im Moment tangiert es mich einfach mehr, da die Konsole für Battlefield 1 einzuschalten, als wie ja, Infinity Warfare oder Remastered. Wo ich sagen muss, beim Remastered, ich habe eigentlich auch mehr erwartet. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich dieses Game viel mehr spielen werde, aber irgendwas, irgendwo ist dieser Reiz, ich weiß es nicht, was es ist bei Call of Duty im Moment, ist im Moment nicht ganz so gegeben. Man kriegt es auch bei vielen Leuten mit, dass die da auch nicht so unbedingt den Flash drauf haben, dieses Game zu zocken. Naja, schauen wir mal, was die nächsten bringen. Eventuell wird da ja die Motivation bald wieder kommen und ich werde trotzdem reinschauen. Aber ich muss sagen, Infinity Warfare ist besser, als ich eigentlich gedacht habe. Aber leider gibt es noch zwei andere Spiele, die mich mehr tangieren, das Ganze dann nicht zu spielen bzw. die anderen dann vorzuziehen. Ihr müsst mir einfach mal ein bisschen Feedback hinterlassen, Freunde, weil ich weiß, viele sind noch auf dem Black Ops 3 Trip, weil das Game ja eigentlich gar nicht mal so schlecht ist, muss man ja auch sagen, Freunde. Und wenn ihr da jetzt noch irgendwie Interesse habt, Embleme oder sowas Technisches, dann müsst ihr mir halt einfach ein bisschen Feedback in die Kommentare lassen, weil euer Lob ist mein Brot. Und wie gesagt, auch ein Daumen runter ist ein Feedback für mich, dann weiß ich ungefähr, wo ich stehe. Natürlich, das Ganze gepaart mit einem Kommentar wäre ultra geil und das auch noch mit einer sachlichen Kritik bzw. einem sachlichen Lob. Da kann man da natürlich noch ja, viel mehr mit anfangen, wie außer du bist scheiße oder irgendwie. Ne? Andersrum ist es genauso. Geil. Geil ist ja okay, dir find's gut. Wenn vielleicht noch ein bisschen mehr Inhalt dabei wäre, wäre es noch hilfreicher. Natürlich finde ich ein Geil besser wie irgendeine Drecksbeleidigung. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, dann teilt es einfach mit euren Freunden und zeigt anderen Leuten. Vielleicht bekommen wir dann noch eine etwas größere Community und können das Ganze hier noch ein bisschen vielfältiger gestalten, wie auch jetzt im Moment meine anderen Projekte. Ich wurde letztens auch darauf angesprochen, warum machst du jetzt hier so eine Challenge und hier und da. Also eine Challenge habe ich eigentlich vorher schon auch gemacht mit dem Sniper. Jetzt auf, also wenn wir mal auf das letzte Video zurückgehen, wo ich halt diese Pfeffer-Challenge da mache, Freunde. Ich gucke mir halt sowas ab und zu mal an. Mich unterhält das teilweise, andere Leute nicht, weiß ich auch, Freunde. Auf jeden Fall, mich unterhält es ab und zu. Und deswegen, ja, schaue ich mir halt ab und zu von gewissen YouTubern halt auch so Challenges an. Hab auch schon öfter anderen Leuten Feedback gegeben, was sie vielleicht machen könnten in den Challenges. Und irgendwann habe ich mir so gedacht, boah, Dennis, warum sagst du eigentlich mal anderen Leuten, was sie machen sollen?
eigentlich macht es dir doch auch Spaß, dann mach's doch einfach selber. Und so ist halt diese Pfeffer-Challenge entstanden, Freunde. Ja, wenn ihr das irgendwie feiert oder auch Bock drauf habt, um meinen Kanal noch ein bisschen vielfältiger zu gestalten, weil ich habe keinen Bock, nur auf dieser Emblemschiene zu fahren. Das wäre mir einfach zu langweilig, obwohl er schon sehr kreativ ist. Aber wie gesagt, das ist mir halt einfach zu langweilig und werde ich auf die Dauer auch nicht machen. Und habe auch irgendwo Angst, dass ich dann voll die Schnauze da voll habe und einfach gar keine Embleme mehr erstellen werde. Kann ich mir jetzt zwar so nicht vorstellen, aber wisst ihr, wie ich meine? Weil wenn man halt in so eine Ecke gedrängt wird, dann irgendwann hört dann auch der Spaß auf und dann verliert man einfach die Freude daran, wenn es nicht das Hauptthema ist, was man gerne so betreiben möchte, Freunde. Also ich will halt einfach so eine gewisse Vielfalt auf meinem Kanal noch erhalten und ich weiß, dass andere Sachen weniger Klicks bringen wie diese Embleme, ist mir vollkommen klar, aber wie gesagt, YouTube ist für mich nicht mein Lebensunterhalt, ich lebe nicht von YouTube, ich kann das hier frei gestalten und wenn dann mal 10 Abos meinen, die müssten gehen, weil denen das neue Video nicht gefällt, dann müssen sie es tun, dann ist es dann leider so, dann kann ich es auch nicht ändern, aber wie gesagt, ich will mir halt meine künstlerische Freiheit hier einfach offen halten und mich nicht in eine Ecke drängen lassen und das hat der Kanal hier noch nie gemacht, der war halt immer sehr vielfältig und das möchte ich auch beibehalten und hauptsächlich geht es hier meistens um Call of Duty, ist klar, ne, zocke ich halt gerne. Aber ich möchte halt mir einfach noch meine künstlerische Freiheit, so sage ich es jetzt einfach mal noch, beibehalten und möchte das so gestalten können, wie ich dann gerne möchte und das tue ich dann auch. Freunde, ich bin raus, euer Dennosch, Embleme, Gedöns, sonstige Vorschläge, hinterlasst mir einen Kommentar, liked es, teilt es, so könnt ihr mir helfen, Freunde, so können wir das Ganze bunter gestalten. Ich bin raus, euer Dennosch, peace.